Moin, liebe Freunde der Tasten und Pfeifen. Im letzten Teil unserer kleinen Filmreihe ging es ja ziemlich windig zu. Heute sind wir wieder etwas seriöser. Aber ganz ohne Wind geht es natürlich auch heute nicht, denn sonst klingen unsere Pfeifen nicht. Heute habe ich als Hilfsmittel keine Blockflöte dabei, sondern ein handelsübliches Stück Blatt Papier. Wir sind nun so weit, dass der Wind hinter diesem Deckel ist, unter den Pfeifen. Und um das sichtbar zu machen, machen wir es mal wie bei der Sendung mit der Maus. Wir öffnen den Deckel. Ich habe da mal was vorbereitet. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Hier zischt der Wind nun mit einem Druck von 72 mm Wassersäule aus der Windlade heraus. Wenn wir etwas genauer hinsehen, entdecken wir hier kleine Klappen. Das sind Ventile. Und diese Ventile werden mit den Tasten gesteuert. Wenn eine Taste gedrückt wird, zieht diese an eine Abstrakte. So heißt die dünne Holzleiste. Diese wiederum öffnet ein Ventil, sodass der Wind eine Etage höher strömen kann. Im Brustwerk stehen die Pfeifen in unserer Orgel buchstäblich wie die Orgelpfeifen in chromatischer Anordnung. So entsprechen die Töne, die wir Organisten mit den Tasten spielen, genau der Reihenfolge der Pfeifen auf der Windlade. So heißt dieser Kasten. Im Hauptwerk allerdings haben wir zwei Windladen, die C-Lade und die Cis-Lade. Auf der C-Lade stehen alle Pfeifen ab dem Ton C in einem Abstand von ganzen Tönen. Das heißt, der nächste ganze Ton ist das D, dann folgt das E, dann das Fis, Gis und so weiter. Auf der Cis-Lade, auf der anderen Seite, beginnt das Ganze mit dem Cis, Dis, F, G und so weiter. Das hat zur Folge, dass die Reihenfolge der Pfeifen nicht der Reihenfolge der Tasten auf dem Manual entspricht. Aber das macht nichts, dafür gibt es ja das Wellenbrett. Technisch gesehen müssen nun die Hebelbewegungen der Tasten mechanisch nach rechts und links umgeleitet werden. Dafür sorgt das sogenannte Wellenbrett, welches die Bewegungen in andere Richtungen umleitet. Warum aber hat man einen so hohen technischen Aufwand betrieben? Ganz einfach, weil die Töne so besser verschmelzen und das Ganze besser klingt. Wenn man sich vor dem Instrument befindet und zum Beispiel eine Tonleiter gespielt wird, springen die Töne hin und her. Somit gab es auch schon 1799 sowas ähnliches wie Dolby Surround. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ah, eine Etage höher. Und das kann jetzt selbst die Sendung mit der Maus nicht mehr zeigen. Aber wir. Während der Wind hier unten noch überall wehte, erreicht er nun nur noch die Pfeifen eines einzelnen Tones. Diese Pfeifen stehen auf einer Tonkanzelle. Also hintereinander. Und der Wind ist nun quasi in Längsrichtung eingesperrt. Und nun kommen die im zweiten Teil erwähnten komischen Stangen zum Einsatz, die Registerzüge. Um das zu demonstrieren, haben wir das Ganze mal etwas auseinandergenommen. Liebe Orgelbauer und Orgelsachverständige, bitte ab jetzt weggucken. Hoffentlich kriegen wir das erinnern.
über einen Mechanismus wird die Zug- oder Druckbewegung in eine Drehbewegung und wieder in eine Zug- oder Druckbewegung umgeleitet, um eine sogenannte Schleife zu ziehen. Das ist eine dünne Holzleiste, die exakt die gleichen Bohrungen aufweist wie die darüber liegenden Pfeifenöffnungen. Verschiebt man die Schleife durch Betätigen des Registerzuges, wird entweder der Wind freigegeben oder abgesperrt. Der Wind sucht sich seinen Weg, findet ihn und bringt die Pfeifen zum Klingen. Hoffentlich haben wir das wieder richtig zusammengebaut. Offensichtlich nicht. Dies war der vierte und vorerst letzte Teil unserer Filmserie, quasi das Staffelfinale. Bei Gefallen drehen wir gerne noch weitere Teile. Wir danken fürs Zuschauen, Ihr Interesse und die vielen Spenden und hoffen, dass wir die Restaurierung bald durchführen können. Wenn Sie noch mehr über das Instrument wissen möchten, sprechen Sie uns gerne an. Für heute schalten wir erst einmal ab. Tschüss! So, sind wir auf Sendung? Hier muss ich auch nochmal für Stoff wischen. Der Scheinwerfer ist gut, das ist dick, schmeckt mich tot. Soll ich? Wir sind nun so weit, dass der Wind hier unter den Pfeifen ist. Wir machen das mal so wie bei der Sendung mit der Maus. Wir nehmen mal einfach den Deckel ab. Warum macht man das? Weil es gut klingt. Mal einfach den Deckel ab. Das ist auch ein Fall. Muss ich eigentlich dauernd ziehen und drücken? Jetzt, das ist fies. Und nur. Wie soll man einen Film drehen, wenn da jemand hinter der Kamera so ruft? Dies war der vierte und letzte Teil unserer kleinen Urbelehre. Quasi das Staffelfinale. Aua. Konjunktiv. Oder was? Wie heißt das? Konjunktiv, ne? Konjunktiv, also kann man sagen, macht das.